Hallöchen. Über kurz oder lang würdet ihr jetzt doch sehen, dass Koi in den Videos nicht mehr auftaucht. Wir trennten uns am letzten Samstag. Wahrscheinlich hätte ich die Beziehung besser schon im Korat beendet, als darauf zu vertrauen, dass ich das Ganze nochmal einrenkt. Warum Koi im letzten halben Jahr ständig übel gelaunt war, man ihr nichts recht machen konnte, sie rumnörgelte, ich weiß es nicht. In Jomtien war zwischen uns praktisch alles in Ordnung. Gelegentlich hatten wir kleinere Streitigkeiten, Auseinandersetzungen, aber die waren immer schnell wieder beigelegt. Auch als wir zwischen Jomtien, Korat und Konken hin und her pendelten, wegen meiner Operation, war alles in bester Ordnung. Die Probleme tauchten erst im Korat auf. Und es wurde immer weniger im Zimmer getan, kaum noch geputzt. Die Fitness stand im Vordergrund und ich bekam ständig mein Fett weg, wie ich das bereits in einem anderen Video erwähnte. Drastisch wurde das Ganze, als sie Geld an eine Verwandte verlieh. Zuerst 5.000, dann wurden 10.000 draus, das Geld floss zurück. Mit einem kleinen Profit, wie sie sagt. Ob das stimmt, weiß ich nicht. Naja, letztendlich verlieh sie ihre gesamten Ersparnisse, 120.000 Watt, die sie im Laufe vieler Jahre ansparte, an sie. Und das Geld kam nicht mehr zurück. Sie rief da täglich an und musste sich ausreden, Lügen anhören. Ja, am Telefon wurde das immer lauter und so weiter. Und ich litt praktisch darunter. Nach dem Telefonat brauchte ich nur ein kleines falsches Wort zu sagen und schon ging die Stimmung wieder runter und ich bekam wieder mein Fett weg. Nachdem wir in Pratschuap waren, wurde das Ganze nochmal extremer. Mit schlechter Laune aus dem Bett raus und abends mit schlechter Laune wieder rein. Sie wollte ständig bestimmen, wo es langs geht, wurden ihre Wünsche nicht erfüllt, hatte sie wieder schlechte Laune. Auf Dauer nervte das ganz schön. Auch mit dem Fitnessstudio am Nachmittag und dann zu Hause weitermachen oder am Morgen fing sie ja schon mit an, nervt einen total ab. Naja, ich will nicht ihr die ganze Schuld geben. Allerdings bin ich mir mehr oder weniger keiner Schuld bewusst. Ich habe ja immer wieder versucht, darauf einzugehen. Und mit dem verliehenen Geld ist sie selber schuld. Ich riet ihr mehrmals davon ab, aber sie hörte ja nicht. Ich bin der dumme Verlang, weiß nichts, kann nichts. Außerdem unterstellte sie mir, ich würde auf dem Handy mit irgendwelchen Frauen chatten. Und extrem wurde es dann wieder, als ich Donnerstag mit dem Motorrad unterwegs war, nach 4-5 Stunden zurückkam und sie mir eine Szene machte. Ich hätte eine andere Frau, wäre bei einer anderen Frau gewesen. Klar, die warten alle auf mich, Altenzhausen, hier in Pratschuap, und die stehen Schlange. Ja, auf jeden Fall, da gab ein Wort das andere und ich sagte, so geht es nicht weiter, Kai. Entweder du änderst dich oder du fährst nach Hause. Und sie fing an zu packen, okay, bestellte sich ein Pickup und fuhr gestern um 11 Uhr hier los. Ja, das ist dann wohl das Ende unserer Beziehung. Und für mich hat sich das Thema Frauen endgültig erledigt. Ich werde weiterhin alleine durch die Gegend schleichen. Mal sehen, wie das alles wird hier. Fühle mich ja wohl. Und ich meine, das Ganze geht nicht spurlos an mir vorüber. Wir waren schließlich mehr als 1,5 Jahre zusammen. Kai wird das locker wegstecken. Und mit den Frauen ist ja absoluter Unsinn. Das war nur mal wieder eine Schuldzuweisung, damit ich der Böse bin und sie ihr Gesicht nicht verliert. Naja, am Dienstag kommt noch ein Video raus, auf dem Koi noch mal zu sehen ist, in der Muckibude natürlich, und dann Videos von mir solo. Es kann natürlich auch noch diverse andere Gründe geben. Vielleicht wollte sie unbedingt in ihr Knusperhäuschen, und wo sie jetzt auch ist scheinbar. Sie nahm ja all ihre Sachen mit, und ja, ich weiß ehrlich nicht, was in ihrem Kopf vorging. Ich hoffe, ihr bleibt meinem Kanal auch weiterhin treu, auch ohne Koi. Bis dann und tschüssi.